jetzt ist ja der Titel gesetzt. Gar kein mehr, nie wieder Craft Attack, bla 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 bla. Ich hatte gestern einen unglaublich fetten Beef mit Gamers Time. Ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Scheiße, Mann, ich brenne schon wieder, Alter, hier. Ich hatte gestern einen unglaublich fetten Beef mit Gamers Time und der hat sich auch bis jetzt nicht geklärt. So, ich würde gerne mit Kevin darüber reden wollen, tatsächlich. Und ja, ich muss hier tatsächlich nochmal sagen, Kevin hat mir jetzt gestern geschrieben, dass er jetzt nochmal umzieht. Ich ziehe das hier mit der Palisade jetzt trotzdem wahrscheinlich durch und möchte jetzt erstmal ganz kurz erzählen, was hier los ist. Ich bin ehrlich, Leute, ich war gestern wirklich ziemlich, ziemlich fett angefressen. Also ich war ziemlich, ziemlich sauer. Liegt aber auch daran, dass ich halt selber mich da irgendwie auch nicht perfekt verhalten habe, glaube ich. Und mir da auch selber den Fehler eingestehen muss, dass ich da gestern Abend auf jeden Fall ein wenig Scheiße gebaut habe. So, ich bin damit auch nicht ganz zufrieden gewesen, was ich gemacht habe. Das tut mir auch sehr leid und möchte mich hier an der Stelle erstmal gerne bei G-Time entschuldigen. So, das ist das Erste. Ja? Auch wenn jetzt gestern viele gesagt haben, hey Revi, du brauchst dich nicht entschuldigen, du hast recht, bla bla bla. Es war einfach eine dumme Situation so. Ich hatte gestern wirklich gar keinen Bock mehr. Und das meine ich ernst. Ich bin wirklich gestern gequittet, weil ich tatsächlich keinen Bock mehr hatte. Also ich habe wirklich keinen Bock mehr gehabt. Ich hatte gestern eine unglaublich geile Zeit mit Norman und Basti und so. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass es mir gestern echt viel Spaß gemacht hat mit Basti und ja, mit Norman halt da so zu spielen und so. Ich fand es richtig, richtig geil. Als dann die Sache mit Kevin passiert ist, die ja auf ein bisschen Gegenseitigkeit beruht, die sich so ein bisschen hochgeschaukelt hat quasi, was ja auch Spark dann quasi nochmal gesagt hat, das ist ja einfach nur so hochgekocht, weil wir angefangen haben, uns irgendwie die ganze Zeit vorher schon abzufacken und es damit das Missverständnis gab mit Kevin. Jedenfalls gab es da gestern das Missverständnis mit Kevin, meine Freunde, und ja, keine Ahnung, Kevin dachte halt, ich hätte bei ihm irgendwie sein Haus voller Stein gebaut. Ich habe auch, ich möchte das hier nochmal ganz kurz clarifieren, als ich da gestern angefangen habe, diese Mauer zu bauen, die Mauer ist für mich auch eine überstürzte Geschichte gewesen, aber ich dachte halt, es passt tatsächlich thematisch ganz gut, weil ich dann wirklich mein Grundstück halt mal fest... Alter, könnt ihr mal die Fresse halten da oben am Narkulm? Ja, jedenfalls gestern halt gemerkt, okay, hat keinen Sinn, wir sind da auf zwei verhärteten Punkten irgendwie. Ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich kann das jetzt schlecht zeigen, weil Spark da hinten irgendwas macht. Ich habe tatsächlich neben diesem schwarzen Stein genug Platz gelassen, habe mein Grundstück extra ein bisschen mehr abgesteckt, damit ich da diese Mauer machen kann und habe sogar tatsächlich dann angefangen, die noch so ein bisschen abzuflachen. So, G-Time ist dann irgendwie angekommen und tatsächlich hat sich dann da übertrieben drüber aufgeregt und alles. Für mich nicht ganz nachvollziehbar, tatsächlich. Ach Junge, das ist doch jetzt, also, jetzt so langsam wird es auch lächerlich hier mit den Mobs. Ganz ehrlich, jetzt lasst es mal gut sein, ja? Ihr könnt mich jetzt auch mal wieder in Ruhe lassen. So. G-Time hat das Ganze dann ein wenig missverstanden und dachte halt tatsächlich, dass ich da jetzt irgendwie das mache, um ihn abzufacken. Ich habe diese Mauer tatsächlich wirklich nur gebaut. Es war eine Überreaktion, ja. Ich habe diese Mauer wirklich nur gebaut, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie mal eine feste Grenze haben. Das hat Spark ja gestern auch gesagt. Und dieses Hin und Her nervt halt einfach nur. Plus, davor ist ja noch Folgendes passiert, G-Time braucht ja ein wenig Platz, um sein Haus auszubauen nach vorne, habe ich auch gesagt, ist in Ordnung, passt alles soweit. Gar kein Stress für mich, wie gesagt, gar kein Stress, kann ich komplett nachvollziehen. So, what the fuck. Ach Junge, ich bin hier einfach nur noch von Irren umgeben. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, ich glaube, das hat so wenig Sinn und habe dann halt angefangen, diese Mauer zu bauen. Und dachte mir, wie gesagt, das wäre eine ganz gute Idee. So, G-Time hat das leider Gottes missverstanden, war ziemlich, ziemlich angepisst und hatte daraufhin überhaupt gar keinen Bock mehr, mit mir irgendwas zu spielen. Was ich nachvollziehen kann, der war richtig sauer. Scheiße, was habe ich jetzt falsch gemacht? Komme ich hier jemals wieder raus? Jedenfalls habe ich dann gestern Abend einen kompletten Rage-Quit gehabt und gesagt, okay, es bringt einfach nichts, ich bin da raus. Ich bin da wirklich raus. Es hat mich einfach nur noch angekotzt, dass Kevin dann gestern Abend noch was abgebaut hat. Es war von mir nicht die feine Art, einfach zu gehen, ohne das irgendwie zu klären. Ich würde das Ganze auch gerne noch mit Kevin klären. Ich werde mich auch morgen noch mit Kevin zusammensetzen, mit dem telefonieren. Da waren ein paar Sachen, die von meiner Seite so nicht gewollt gewesen sind. Kevin zum Beispiel hat sich davon gestört gefühlt, was ich im Nachgang jetzt auch verstehen kann. Er hat sich halt davon gestört gefühlt, dass ich dieses Arschkriecher-Meme bei ihm so groß gemacht habe. Das ist von meiner Seite aus halt nie hundertprozentig ernst gemeint. Ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Front mag da vielleicht drinstecken von mir. Aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, Kevin ist der größte Arschkriecher. So, das ist nicht so, dass ich das wirklich so sehe, ja. Kevin hat mir immer sehr viel geholfen in Craft Attack und war immer für mich da.
Und ja, hat quasi immer gemeinsam mit mir Sachen gemacht und Kevin und ich waren immer Nachbarn. Und wir haben uns immer schon angekotzt. Ja, jedenfalls möchte ich mich an der Stelle bei Kevin ganz kurz entschuldigen, dass ich da gestern so aus der Haut gefahren bin. Erwarte aber da auch, wie gesagt, ein Stück weit, dadurch, dass es sich einfach um Missverständnis hält, glaube ich, sollten wir uns beide einfach sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn wir uns einfach gegenseitig entschuldigen. Dieser ganze Kinderkack und so, ich hab darauf keinen Turn mehr so. Wisst ihr, ich hatte zum Beispiel, als ich gestern damit mit Norman und so gespielt habe und Basti. Das ist so funny, Alter. Das ist so funny, Digga. Ich habe auch super viel Spaß gehabt mit Reeps und Norman und so. Und das ist halt alles lustig so. Bis zu einem gewissen Grad ist es immer wieder funny. Und ich habe keinen Bock auf meinen ganzen scheiß Minecraft-Content, wenn ich ihn dann auch noch mache, auf diesen dummen Beef ständig aufzubauen. So, das sehe ich einfach nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Das kotzt mich an. Ich möchte hier eigentlich eine ruhige Zeit haben. Es ist mal ganz funny, irgendwie jemanden zu trollen und irgendwie ein bisschen rumzueiern und Scheiße zu bauen. Aber im Großen und Ganzen geht es mir nicht darum, irgendwem das komplette Projekt zu vermiesen. So. Und wenn ich das bei Kevin getan habe, dann tut es mir leid. Ich habe jetzt auch bewusst den Titel geschrieben, nie wieder Craft Attack, weil ich möchte nie wieder in dem Rahmen, in dem Ausmaß möchte ich so Craft Attack spielen. Das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich bin damit dann so. Ich habe das jetzt sehr, sehr lange gemacht. Wir schauen mal ganz kurz bei Rotpilz vorbei, weil ihr eben gefragt hattet. Aber im Großen und Ganzen, Leute, also ich glaube, da sind wir auch alle d'accord. Das ist mal, für den Moment ist das funny. Aber, to be honest, Alter, ist es einfach nur turbo unangenehm und turbo cringe, wenn man halt anfängt, sich gegenseitig so die ganze Zeit abzufacken, dass der ganze Content nur noch daraus besteht, mit anderen Leuten sich zu streiten und so. Das mag mal für eine Zeit sein, lustig sein. So, und es ist ja auch immer wieder unterhalten, wenn man ausrastet und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, also ich habe auch gestern noch ganz kurz noch mit jemandem drüber gesprochen, so, und habe wirklich überlegt, boah, Digga, lass ich es einfach jetzt komplett, weil ich habe ja sowieso geplant, für Januar halt den kompletten Content zu ändern und so weiter und so fort. Das habe ich euch ja schon mal ein bisschen angeteased, dass ich wahrscheinlich eine Pause machen werde. Rupel ist ziemlich reich, das ist schön. Eine komplette Pause machen werde, beziehungsweise nur noch dann Best-ofs-mäßig ein paar Sachen kommen, das wisst ihr ja bereits. Und diese ganzen Geschichten, dass halt da ein paar neue Sachen auf euch zukommen so. Und ich habe gestern wirklich mit dem Gedanken gespielt, einfach zu sagen, ey, ganz ehrlich, fängst du nicht damit jetzt schon im Dezember an, weil mich das gestern so angefuckt hat, abgefuckt hat, wisst ihr, was ich meine? Hab aber dann, boah, Digga, nice Voice Crack. Hab aber dann trotzdem gesagt, nee, weißt du was, Alter? Die Leute enjoyen den Content gerade sehr. Es ist ja auch so, Leute, es läuft auf Twitch sehr, sehr gut hier. Craft Attack macht mir immer noch sehr, sehr gute Views. Das kommt sicherlich auch nochmal dazu. Aber ich war gestern einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, am liebsten würde ich es einfach lassen. Aber, hab mich jetzt halt dann doch dagegen entschieden, weil ich jetzt doch gerne diese Sache mal gerne durchziehen wollen würde bis zum Ende. Und auch im Januar wahrscheinlich nicht damit aufhören werde, ja? Also, selbst wenn ich dann da wahrscheinlich anderen Content machen werde, werde ich im Januar wahrscheinlich noch ein bisschen weiter streamen und noch weiterhin Craft Attack Videos produzieren. So für euch, ja. Hat verschiedene Gründe. Erstmal macht es mir Spaß. Zweitens wäre es super asozial für meine Twitch-Community, die ich mir hier so aufgebaut habe. Und drittens ist es auch so, dass ich halt einfach neben dem anderen Best-of-Content, der dann zur Überbrückung kommen soll, auch noch gerne ein bisschen Gaming-Content hätte, vielleicht aber sogar schon auf dem neuen Kanal, beziehungsweise auf einem anderen Kanal. Das werde ich euch aber dann noch früh genug mitteilen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also das ist so ein bisschen die Story dahinter. Ich bin G-Time da nicht sauer. Es war ein fettes Missverständnis so. Und ich glaube, bin mittlerweile, und Kevin ist halt auch alt genug, dass wir sagen, ey, Digga, ganz ehrlich, können wir uns doch nicht wie Erwachsene verhalten, so. Ich wusste viele Sachen zum Beispiel nicht. Kevin hat mir heute eine sehr lange Nachricht geschrieben, so ein paar Sachen, aber dazu dann morgen mehr, wenn wir mal geredet haben. Und ich will hier auch kein Beef mit irgendwelchen Leuten, wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen Leuten unnötigerweise beefen zu müssen, um irgendwie was künstlich am Leben zu erhalten. So. Da gibt es genug andere Leute, deren kompletter Content nur auf Toxicness aus ist und so, da habe ich keinen Bock drauf. Wisst ihr, ich will, dass man hier einschaltet und eine gute Zeit hat. Und ich will, dass man hier irgendwie Spaß hat und ich will, dass man einfach, ja, das hier enjoyt und gut ist. Aber ich will nicht, dass halt jeder Stream von mir ist, haha, checkt aus, Leute, der hat schon wieder mit dem Stress und mit dem Stress so. Ist auf jeden Fall nicht der Fall. Weil jetzt gerade viele Fragen, ich kann es ja auch in dem Video hier mal ganz offen ansprechen. Im Januar, es teilt sich alles ein bisschen damit, ob es jetzt im Januar passiert oder vielleicht doch erst ein bisschen später.
ob wir eine passende Immobilie finden. Ich habe mir ein komplett neues Konzept ausgedacht für Videocontent. Da sind sehr viele Sachen dabei, die mir deutlich mehr Spaß machen, die mir deutlich mehr liegen. Das sind noch ein paar größer produzierte Formate. Das Ganze wird sich aber nicht großartig ändern. Also ich gehe damit ein großes Risiko ein, aber ich möchte halt euch etwas Neues bieten und würde gern trotzdem das Alte weiterhin weiterführen. Ich kann ja mal ganz was sagen so, also der Gaming-Content zum Beispiel wird dann wahrscheinlich hauptsächlich auf Revigang kommen, mit gemeinsam mit Reactions so. Was nicht heißt, dass auf dem Hauptkanal kein Gaming-Content mehr kommt, aber vornehmlich erstmal was anderes. Was anderes heißt aber wieder mal, dass das eine Sache ist, von der ich sicher bin, dass die euch sehr, sehr gut gefallen wird und etwas ganz, 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 ja, etwas ganz, ganz noch nicht da gewesen, noch nie da gewesen ist, wenn man das so sagen darf, vielleicht präsentieren darf. Das ist alles ein bisschen blöd mit Corona und so weiter und so fort, aber ich werde Ende des Jahres nochmal ein Video dazu machen. Diesen Monat könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Es kommen zwei Not-So-Cool-Videos, ein Not-So-Cool-Track, zwei Not-So-Cool-Tracks. Einer mit einem Video auf meinem Hauptkanal, das kommt am 19.12. Es kommt ein Diss-Track am 24. Dezember und ein Diss-Track nach Weihnachten nochmal. So, das heißt, ich habe meine zwei Diss-Tracks, werde ich dieses Jahr auch noch abliefern. Ich war gestern bis halb fünf im Studio, oder um halb fünf war ich im Bett, glaube ich, war bis 4 Uhr nachts im Studio gestern und habe Verses für einen der beiden Diss-Tracks gemacht, das könnt ihr im Vlog von gestern sehen. Und habe mich da komplett kaputt gearbeitet, nachdem ich da gestern quasi noch gestreamt habe und dann halt erstmal den Rage hatte. Ich war von 10 Uhr an im Studio, also wir waren 6 Stunden da und haben das Ding dann halt komplett durchgefertigt und alles und auch die Parts für die anderen schon mal aufgenommen. Es werden sehr viele Feature-Gäste dabei sein. Das ist der Diss-Track, der am 24. kommt, werde ich euch aber nicht sagen, welcher das genau ist gegen wen. Lasst euch überraschen, spätestens nächste Woche werdet ihr es wahrscheinlich erfahren. So viel auf jeden Fall dazu. Was noch dazu kommt, genau, Not So Cool, wie gesagt, wir haben eine EP gearbeitet, haben auch da ein fettes Musikvideo gedreht, viele haben es vielleicht gestern auf meinem Instagram-Kanal gesehen, auch sehr, sehr geil. Dann haben wir jetzt am Wochenende, am Sonntag noch den Stream, den Charity-Stream, den kleineren, im Bootshaus, der auch von Trimax gestreamt wird und von mir. Papa Platte ist mit vor Ort, Caruso ist mit dabei, Rezmann, Romatra, Chef Strobel, Gewitter im Kopf. Wir werden uns alle vorher auf Corona testen lassen. Wir haben ein Corona-Testzentrum vor Ort eingerichtet, sodass wir auf jeden Fall alle da sicher sind und werden trotzdem halt, wenn wir nicht in der Kamera sind, alle Maske tragen. Nur, dass ihr es wisst, das ganze Team wird vor Ort getestet werden. Genau. Also ihr merkt schon, ich bin in sehr, sehr vielen Projekten gerade drin. Nebenbei habe ich noch sehr viel Kontakt mit einer Dame aus Schweden und versuche das auch noch irgendwie unter den Hut zu bekommen. Plus, bin halt super viel an der Planung für nächstes Jahr dran und suche gerade noch ein Haus. Also ihr merkt vielleicht schon, es ist sehr, sehr viel zu tun. Ich penne gerade in letzter Zeit sehr, 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 sehr wenig. Und dann ist es auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, mal verständlich, aber vielleicht ein wenig nachvollziehbarer, dass ich da gestern so gereizt reagiert habe, was nicht richtig gewesen ist und ich hätte da mich irgendwie ein bisschen professioneller und erwachsener verhalten sollen. Mann, aber all in all, es war halt einfach eine fucked up Situation so. Ich habe aber darauf, wie gesagt, keinen Bock mehr und sehe mich auch nicht mehr bei so, ja, fucking Minecraft-Beef-Content, Alter. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist das Problem, es hängen sehr viele Leute an dieser alten Nostalgie hier fest, so wie früher. Das mag alles nice und cool gewesen sein, aber all in all, ja, keine Ahnung. Craft Attack, da spitzen sich manchmal Gemütszustände hoch und das eine oder andere mag passieren. Man lernt aber sehr viele coole Leute kennen, wie zum Beispiel jetzt Veto. Es ist so damn random, dass ich da so krank relaten und viben kann mit jemandem. Finde auch sein Content actually ganz nice. Aber ja, ihr merkt doch vielleicht so, wenn ich keinen Bock auf Minecraft habe, dann streame ich halt fucking Cyberpunk oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt halt einfach auch mal Tage, da habe ich keinen Bock darauf und das ist auch okay.